Ihr Lieben, der Run geht weiter. Der Run geht weiter. Wir haben in der letzten Folge zum ersten Mal, war das in der letzten Folge, zum ersten Mal den Boss besiegt? In der vorletzten Folge. Vorletzten Folge. In der letzten Folge sind wir in der ersten Minute Cerberus gestorben. Genau. Deshalb kommt mir das auch so vor, da war noch irgendwas, aber eigentlich sind wir nur durch den Anfang gelaufen. Genau. Wir haben sehr viel, also wir haben diese epische Fähigkeit, diesen Feuerschlag. Wir haben die Gasexplosion. Wir haben eigentlich noch nicht so viel. Aber wir waren selten so episch. Episch. Sag mal, wie dieses Gewand, was wir haben, das regeneriert sich nicht, oder? Diese Rüstung. Ich glaube nicht. Weil wir jetzt wieder bei 21 noch stehen, gibt es 30. Ja, nee. Okay, aber es beschleunigt auch das Kanalisieren von Aktionen immerhin. Bleibt. Deswegen habe ich es ja genommen. Nicht gut. Plan ist, wenn wir es gleich zu den Sirenen schaffen sollten, machen wir einmal richtig laut noch die Musik rein. Wir wollen uns mal anhören, was sie denn da eigentlich singen, weil das Lustige ist nämlich auch, es gibt Musikuntertitel. Gucken, die müssen da ja eigentlich zum Tragen kommen. Mit was Song sie uns hier verhöhnen wollen. Der ist aus dem Pokémon. Der schießt auf diese Scheiße. Ja, das geht sich aus. Genau das wieder, oder? Ich finde, das könnte einfach original so ein. Trompetu! Heißt der. Trompetu? Das Trompeten-Pokémon? Trompetu? Oh, Trompetu finde ich gut, ja. Was ist das? Trompetu? Das ist die erste Form? Was ist die zweite Form? Trompetos ist auf jeden Fall die dritte Form. Trompetos. Okay, Trompetu. Oh, ah, die können auch Nahkampf angehen. Wird zu Trompeto und dann zu Trompetos. Stark. Barb. Was? Ja, er ist doch kaputt geworden. Ja, nee, aber hat er nicht noch so ein Mini? Ich war überrascht, wie viel Leben er quasi aushält und wie viel Schaden er aushält. Hm? Ja, ja. Wir wollen auf jeden Fall unsere Waffe verbessern. Ja. Ja. Du kannst hier eh nichts mit. Du hast wir gesagt. Habe ich mich angesprochen gefühlt. Schnell die erstmal besiegen. Können wir hier mal ein bisschen ausweichen. Und, Ist ja fiese Arena auf jeden Fall. Ich hasse so eine Arena. Mini-Arena. Schnell, schnell, schnell. Schnell in die andere Richtung. Naja. Was mit dem da rüber schießen? Geil. Oh fuck, ich komme nirgendwo hin. Du hast einen getroffen. Ja, Hauptsache man trifft was. Ah. Die werden ja auch schlecht. Die Fähigkeiten waren nicht zu lange. Ne? Die soll man ja auch schnell aufessen. Ich weiß es eigentlich nur mal schießen, das ist ja. Das kommt nicht ran. Kein Trompidus. Yes, ich treffe sie beide gleichzeitig. Jenny vorhin meine Pokémon-Karte gezeigt. Erinnerst du dich noch an welche ich habe? Taubsi. Ich habe Taubsi mal Pokémon her. Mir der mittlerweile 6-Jährige von einer Freundin geschenkt. Hey, dein Angriff hat eine größere Reichweite und fügt Ferngegnern 50, das liebe ich, kann ich schon mal sagen. Mhm. Du kannst 40. Ich nenne es jetzt mal Mana. Mhm. 40 ja. Mana und deine Omega-Spezialfähigkeit kanalisieren. Ist auch nett. Oder deine Omega-Spezialität gewinnt einen Machtschuss. Okay. Okay. Nee, ich habe irgendwie Bock auf einen Langschlag. Ja, guck mal. Bisschen mehr Range einfach, ne? Oh, irgendeine Prophezeiung haben wir. Wir haben noch viel zu wenig das Kohle. Gucken wir uns dann in unserem Spiegel an, glaube ich. Ne? Das heißt, wir gehen ab. Oder was sagt das Spiegel? Schrift war das. No spiders get around. Okay, wer? Ja. Sammeln hier erstmal. Mein! Okay, hier müssen wir ganz vorsichtig diese Dinge aufnehmen. Oh, Trompetos. Der sieht wirklich aus wie kein Trompetos, das ist ein anderer Gegner. Das könnte ein bisschen gefangen. Gut. Yes. Oh. Okay, schön. Das ist dein Trompetos. Nee, das ist Trompetos.
die erste Form. Ah, du willst das. Du willst die alle zu einem machen, okay. Ich habe jetzt legit neulich fast. Weil diese Pokémon-Karte ist halt in meinem Portemonnaie mit drin irgendwie. Ich habe es neulich fast geschafft, weil ich also der Bio-Company bezahlen wollte mit meiner normalen Sparkassenkarte. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte plötzlich diese Pokémon-Karte in der Hand. Oh. Und ich war kurz, also ich war wirklich eine zehnte Sekunde davor gewesen, mit einem fucking Taubsi bezahlen zu wollen. Und dann habe ich sie schon so in der Hand gehabt und sie ganz schnell wieder eingeschenkt. So, nein, das ist nicht die Karte, die ich gesucht habe. Das wurde zum Glück nicht gesehen. Quatschen wir mit ihm oder Boss und Zeus? Boss und Zeus. Oder? Also, oder also wenn ich dich so frage, dann darfst du das schon entscheiden. Oh, vielen Dank, liebe Jenny. Danke, hey. Oh, wieder so eine scheiß Arena, ne? Doch, das ging jetzt. Mit den Fähigkeiten kommt man eigentlich ganz gut. Immer schön über Kreuz hinstellen. Magst halt nicht diese Gegner, die immer auf- und abtauchen können. Was ist denn dein Lieblings? Kannst du dich noch an die. Oh, fuck, das war mein. Shit. Leider. Das war mein Fehler, würde ich sagen. Mein Lieblings. Boss in Hades. Boah. Ich muss sogar erst überlegen, was es gab. Warte mal. Es gibt am Anfang, kommt ja unsere Ex-Freundin. Ne? Ja. Und später aber auch andere. Ich habe ja nicht alle, glaube ich, dann gesehen, die da kommen. Dann kommt immer diese Skelett-Vieh, ne? Was ähnlich ist wie hier, weil es auch immer am Rand auftauchen kann, ne? Gibt es die Hydra? Ist das nicht die Hydra? Die Skelett-Hydra? Ist das, was ich meine? Ja, das meinst du, okay. Und dann kommt, ist man doch in diesem Asphodel-Ground, ne? Dann die zwei Helden kommen, ne? Die hasse ich am meisten. Ja. Wenn ich gestorben bin jemals, dann vor allen Dingen bei ihnen. Also, ich meine, wenn du mich fragst, als jemand, der es ja fast nicht gespielt hat, sondern meistens nur zugeschaut hat, ne? Dann, ja, ist okay. Dann mochte ich die beiden halt schon, diese zwei Champions, ne? Nicht mehr bei Theseus und wer auch immer damit dabei. Theseus und der Stier, ne? Ja, Talos, wie auch immer der hieß, was ich gerade. Die fand ich cool, einfach als Gegner. Ja, das stimmt. Wir haben noch was vor, ne? Schön, dass du zwischendurch mal gucken gehst, ob er noch lebt. Nee, ich hab mich gewundert. Wie lag es da oben? Aber die mochte ich, glaube ich, am meisten. Meine Angriffe bewirken eine Entladung. Ich hätte am liebsten, ja, noch ein weitere, den Sturmzirkel. Mhm. Außer die, okay, das ist aber nur die Omega-Fähigkeit, oder? Beim Betreten eines Gebiets. 50 wird dann gesagt. Durch deine Kettenblitze verursacht werden. Schade, ich hätte gerne Zirkelfähigkeit gehabt, aber das ist halt nur die Omega-Fähigkeit. Warum nicht Himmelsschlag? Können wir machen, aber dann haben wir immer noch keine weitere. Da unten, ich hätte gerne da unten eine gehabt. Also ja, Himmelsschlag ist auch gut. Ist aber weil du auch gleichzeitig versengen hast. Das ist das. Das hat diese Gewitterwolke wieder, ne? Nee, das ist der normale Angriff. Das ist doch eine Fähigkeit. Ich habe das nicht gecheckt. Ich dachte, das hier wäre irgendwie das. Mhm. Ja. Ich finde, mehr Magie brauchen wir tatsächlich nicht. Ja. Und nach den beiden Champions, dann kommt er auch direkt schon. Dann kommt schon der Heulenhund, oder? Kommt auch Cerberus, ne? Oder ist dazwischen noch eine Welt gewesen? Ich kann gerade nicht nachdenken, wenn diese kleinen Viecher. Key. Oh. Piss. Ne, die sind wirklich anstrengend, ja. Sehr gut. Nee, nachdem. Die sind. Ich habe das Gefühl, da fehlt noch einer. Die Hydra ist der Boss in der zweiten Welt. Erst kommt Mac. Die Harpien. Dann kommt die Hydra, dann kommt die Hydra. Da ist man ja schon in diesem sehr schönen Bereich. Hydra, genau, dann kommt. Dann kommen die Champions. Ne? Dann kommen die Champions. Dann müsste doch schon. Sind es 4 oder 5? Ah ja, dann kommt der Hund oder Hades. Kommt nach dem Hund kommt doch dann Hades, oder? Ja, aber der Hund bekämpft man ja nicht durchgehend. Hm. Der wird ja irgendwann lieb. Ja,
wahrscheinlich hier ähnlich. Wir brauchen nicht mehr Geld, wir wollen was aufs Level. Mhm. Ja. Give up already. Oh nein, es ist Kronos! I know who you are. Ist wirklich? Also denke ich, come on. Also, ja, ich meine, er kann die Zeit anhalten. Ja, also obviously. Frightening. Unfortunately, we shall never know if yours was a mere empty threat. For you are going on a little time out. What? At least until some other matters are resolved. What the fuck? Ist das auch dieser Fragezeichen-Dude, den wir schon mal gehört haben? Ja, das ist dieselbe Stimme, das ne? Das ist der. No. No. Nur wirkt er einen Ticken größer. Wo sind wir denn jetzt? Das ist die Hydra-Welt. Was hält es? Oh, stimmt, wir sind ganz tief plötzlich drin. Old man. It was him. Was ist das? Where am I? When? Oh, when finde ich gut. Oh! Bleibe im goldenen Ring, okay. Geil. Wenn eine Challenge ist. Fuck, das sind diese ganzen. Geil. Fähigkeiten aus dem ersten. Wie geil! Man kann halt einfach die Assets wieder benutzen, ne? Das ist ja yes. Clever, also. Wahrscheinlich haben sie auch deswegen gesagt, komm, lass mal Teil 2 machen. Die Assets sind doch noch gut. Wie viel habe ich? Du musst ein bisschen gucken. 50, 60. Oh, nein! Die sind echt so dem Kronos kann man auch so diese ganze Zeit Sachen, kannst du so spannende Sachen natürlich, also auf Storytelling, aber auch auf Boss-Ebene machen. Du wolltest mir sagen, wie 80. Ich hab. Für die 10er 90. Sehr geil. Er spielt auch mit uns gerade einfach, ne? Okay, wollen wir den Himmelsschlag verbessern, den Nahkampfangriff oder mehr versengen? Mehr versengen. Also ich bin für erste oder zwei. Die Gasexplosion überzeugt mich noch nicht ganz. Dann. Nee, also ich würde immer die Hauptfähigkeiten steigern und die nehme ich. Ich würde den Nahkampfangriff ein bisschen steigern. Mhm. Was? Geisterzwiebel. Wie, die ist abgelaufen. It'll take more than that, Kronos. Warum läuft die denn ab mit einem Run? Ist das nicht eins von diesen Items, was nur vorübergehend aktiviert ist? Eine Geisterzwiebel, die wir von, glaube ich, von einem Geistermädchen bekommen haben. Also was wir so, aus unserer Vitrine, dachte ich, war das. Weil, nee, aber das Item haben wir doch da auch noch. Das ist eine Geisterzwiebel abgelaufen. Ich dachte, gleich mal. Ja, ja. Egal, mal. Als ob ich mir hier merken kann, in zwei, drei Runs, die wir machen, wie hier das Item heißt. Nee, ich dachte, das wäre dein. Nee. Das wie gut, aber! Gerade. Er hat einfach sein Gesicht gezeigt. Oh, pass auf. Okay, geht ich eigentlich mit mir selber, ey. Ach, fuck. Gerade losgelassen. So. Strong. Kannst du einmal im. Sehen wir unten links, das ist doch, glaube ich, das Geisterzwiebel. Ist abgelaufen. Achso, ja klar, das macht so und so viele Räume. Da stand doch. Da stehen doch immer, wie die Fähigkeiten funktionieren. Das heißt, jetzt müsste man den wechseln, aber wir haben noch nicht die Vitrine geskillt im Run, dass wir die wechseln können. Achso, in Hades 1 gab es dann zwischendurch eine Vitrine. Ja, es gibt immer in den Zwischenfloren Vitrinen. Ja. Konnte man die aber auch verstärken, dass sie länger halten? Ja, die werbeln auf, wenn du sie trägst. Alles klar, okay. Okay, dann macht es ja voll Sinn, ist ja wohl. Ich war nur so hier, ich dachte, das muss halten. Okay, jetzt ist ein Shop ganz geil. Wir hätten Cash auf jeden Fall in der Tash. Also, als erstes natürlich, wie immer, den Gott. Dein Omega-Bankkreis explodiert sofort. Fügt Gegnern Schaden zu und stößt sie zurück.
Oder Hochwasserschutz beim Betreten eines Gebiets. Oder wenn du Ressourcen findest, ist doppelt so viel wert. Ich würde fast sagen, der Bahnkreis. Ja, diese Duplikation mag ich auch nicht. Ich meine, es ist einfach ein Farm. Ne? Und jetzt haben wir noch genau. Weil mein 5 Leben geschenkt. Ja, aber es macht dir ja 25 Leben. Achso, es gibt Plus on top. Ja, das macht schon Sinn. Ja, was war denn das andere? Eine zufällige Fähigkeit aufwerten. Achso. Aber es ist nur zufällig. Ja, aber 125 Leben ist ja schon recht. Und jetzt kommt das schon. Ja, wir machen gleich lauter. Weil dann halten wir gleich die Klappe beim Fight. Dann gibt es hier bei Barrierefreiheit. Ja, ich will einmal nämlich rausfinden, was sie singen, weil die Untertitel anmachen. Gucken, ob das wirklich funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und dann Audio einmal Musik, volle Kanone. Und die machen wir sie nach dem Bosskampf aber wieder runter. Wirklich voll, das ist echt sehr laut. Ja, gib uns mal 80. Okay, dann sind wir aber nicht. Ja, 75. Nicht so viel labern, ne? Nee, gar nicht. Wir machen jetzt einen schönen Abmuchen. Okay, viel Spaß. I beat the crowds, did I? You're just in time for a set. Been working on a song called I'm gonna claw out your eyes and run you to death. Comes from a real personal place. Is it any better than the one I heard on my way in? Oh Gott, meine Hände sind ganz feucht. Da. No, it's not, because all our songs are the best. Each like a perfect little child. Not a bad one, like you. 1, 2, 3, 4! Oh. Hin und her hier. Das war guter Damage. Boah, beide. Ich mache immer erstmal die, weil die hier und so. Mhm. Jetzt ist sie einfach runter. Leckt schon wieder, ne? Ja, total. Das ist nervt es auch tierisch. Mit den Settings, ey, das ist ja richtig scheiße. Ja, irgendwie ist es entweder nicht gut genug optimiert oder dein Rechner hat irgendwie. Ja, da musst du nur bei dir aufnehmen. Ja. Irgendwas passt in den Settings nicht. Weil schade. Mein Rechner hat bestimmt kein Problem damit, weil mein Rechner ist neu. Also. Ja, genau, oder wir werden dem was entgegensetzen. Ja, es ist halt immer Hardcore-Mode so, ne? Ja, ich check auch nicht, warum es nicht. Wir sehen ja die FPS bei uns angezeigt. Über Bandicam sind ja komplett im Nachbau zwischen 50 und 60 FPS. Sorry, Leute. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch jetzt noch nicht perfekt irgendwie. Na, bei der Access kann sowas immer haben, aber kann auch echt an irgendwas gefällt ihm am System nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Schaden, Mann. Aber wir können festhalten, sie singen verschiedene Songs. Ich krieg das nicht mehr beim Spielen. Aber ja, es ist nicht derselbe Song wie eben, oder? Nee, es ist sehr exakt das, was sie am Anfang gesagt hat, worum es in dem Song geht, geht's dann auch in dem Song. Das kann man auch echt nur machen, wenn man echt viel Geld eingenommen hat. Es ist immer dieses, ich kratze dir die Augen aus und ich ertränke dich im Meer. So meinte sie ja, würde der Song auch heißen. Sie delivern exakt das. Das ist tatsächlich ein sehr persönlicher Songtext gewesen. Okay, oh!
Oh, oh. Und jetzt hier wieder rein. Oh, rein, raus, ey. Nein. Jetzt hier. Schön. Und raus und rein. Aber das ist jetzt wieder Servus-Song, oder? Ich höre doch dieses Siren-Thema. Oh. Ich muss nochmal mit den anderen vielleicht auch anhören. Oh, oi, oi, oi. Ja, ich kann auch langsam, echt, wenn zu viele Effekte sind und es leckt, kann ich überhaupt nicht sehen, wo ich bin. Mhm. Das ist echt hart. Hier, wenn so Doppelkreise sind, weißt du? Mhm. Schön. Musst du bitte endlich mal sterben? I want crush your eyes, das hab's auch gehört. Geh doch wieder ins Ohr. Ah, sie ist weg. Jetzt muss man von ihr flüchten. Ja, oh ey. Ja, langsam wird mir schlecht davon, ne? Ich glaube, es ist auch schlimmer, es zu spielen, als es zu sehen. Ey, es ist richtig schlimm, ja, es ist richtig schlimm. Ja, also, klar, wirklich nicht, schlecht. Ich bin ja eh so Motion Sickness anfällig und es ist so... Ich weiß. Ich fange richtig an zu schwitzen schon. Oh. Ich muss jetzt sterben, ja, danke. Gut. So, jetzt ist sie tot. Ganz viel. Oh, die Viecher wieder. Ja, das ist natürlich auch geil, wenn man ganz leckt. Mhm. Oh Mann, ey. Scheiße. Das ist auch so fies, weil du siehst halt die FPS oben, denkst du, ja, was ist doch alles da? Ja, ich weiß, es ist bei 60 FPS. Das ist halt krass. Was ist, wenn ihr das mal irgendwo habt oder so, eine Idee, warum, woher das kommt? Fies. Nochmal recherchieren, vielleicht ist doch einfach irgendwas in der Grafikeinstellung nicht geil gemacht für uns. Mit einem Leben! Schon wieder, ey! Strong, ich glaube, es wäre einfacher gewesen. Okay, wir sammeln das jetzt erstmal ein. Wechseln auf jeden Fall den Raum und dann müssen wir ganz kurz rein ganz raus kurz zum das Game. Das ist, Game wieder neu starten. Machen wir immer. Ja, und dann müssen wir nächste Session wohl mal bei mir aufnehmen. Ja. Bis gleich. Gleich. Und weiter geht's. Frisch, leckfrei. Es ist so strange. Wir wissen nicht, woran es liegt. Die Grafik-Settings von Hades geben auch ehrlicherweise nicht besonders viel her, was das angeht. Genau, wir haben den V-Sync schon ausgehabt, ja. Weil der ist ganz oft verantwortlich für sowas. Oh, wie geil ist, dass das hier so eine Garderobe ist und ja. Auch drei Sitze klar. Für die Sirenen. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim ersten Mal. Das ist drier hier, at least. Bisschen, ne? Gucken, wie weit wir jetzt hier noch kommen, aber erstmal entspannt wieder jetzt hier so. Vorwärts kommen. Geht's nicht lang? Oh nö, du mal wieder. Ja komm, wir machen das aber schon storymäßig, oder? Ja, klar. Here to set another curse on me, Eris. For all your idiosyncrasies, I never took you for a traitor. I'm not, I swear. It's just, you'll never understand. I wanted this to be a special moment, but you had to go and ruin it. Steht sie auf uns? Es entwickelt sich ja auch weiter, weiß ich nicht. Es entwickelt sich ja auf jeden Fall auch irgendwie weiter, ne? Dieses Verhältnis. Mhm. Von daher mal gucken. Okay, gotta go. Vielleicht gibt sie uns ja irgendwann einen Buff. Wahrscheinlich. Aber schenken konnte man ja nichts, ne? Vielleicht konnte man das, aber ich hab nicht. Ich hab's nicht gesehen. So schnell. War das nicht hinter ihr einfach? Muss weitergehen? Ich dachte, die sind random generiert.
Das ist einfach nur Aussicht, okay. Ja. Gefühlt fehlte da noch eine Textzeile, oder? Ja. Ich glaube, die kommt noch. A path of golden petals shall guide you. I should be able to revive that bow. Okay, machen wir mal. Das haben wir gerade geskillt. Ah, da sind wir jetzt. Okay, da ist Heilung. Das machen wir doch mal zuerst. Ja, das ist ganz schön viel hier vor allem. Ich mag's, das ist halt auch eine andere Art von Game. Das ist ein bisschen mehr. Jetzt finde ich, dieses Okeanos hat sehr kleine Welten teilweise. Ne? Und hier bist du. Oh. Richtige Kite-Welten. Oh, die Statue ist voll schön. So. Erstmal heilen. Vielleicht nervt uns der Bildschirm noch nicht mehr so. Dann wollen wir natürlich. Mehr lieben, wenn wir es uns aussuchen können. Ja. Mehr ist mehr. Oh, mehr. Darko. Kann die näher kommen? Gut. Vielleicht nämlich sehen, was das noch so gibt. Immer. Ja, das ist geil, aber einfach mal reinzubremsen. Okay, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen ausweichen, weil. Wir haben jetzt die Musik wieder einen Ticken leiser gedreht und noch die Untertitel aus. Ich wollte machen, das ja, gerade sehr da mal zu hören. Ich glaube, sie haben wirklich einen anderen. Ich muss jetzt einmal vergleichen, was sie bei dem ersten, vielleicht zweimal, die wir da waren, gesungen haben. Ich meine, es war ein anderer Song. Vielleicht bilde ich sie auch noch nicht. Gut. Corruption cleared. Corruption cleared. Was gibt's denn? 25. Da unten ist Asche. Why not? Oh, 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 die sind ja mega mies. Ihr Traktorstrahl hat uns erfasst. Mhm, so fühlt es sich das an. Weg von seinem Traktorstrahl. Und Traktorstrahl. Nein! Boah, grad so. Uiuiui. Kein Damage. Diese süßen Gewitterwolke über dem Kopf. Und dann kommt auch der Blitz. Ja, das machen wir da gleich erst. Okay, der hier gibt's noch mal einen Kampf. Ich finde durch diese Gewitterwolken, die sehen immer mega schlecht gelaunt aus. Also richtig so. Das ist gutes Feedback hier in meinem Mund. So, jetzt können wir vielleicht einen Schlauch einsetzen. Aber erstmal gucken wir, was ist hier. Oh, ich sehe nun wieder. Schön. Schön. Das mochte ich gerade auch sehr bei den Sirenen. Dass wenn die auf einen Haufen stehen, ne, dass man natürlich dann noch allen die 200 gibt. Das ist schon recht geil dadurch. Ein bisschen zurechtlegen kann. Ich hab Angst gehabt, dass dieser Baum explodiert oder irgendwas schießt oder so. Ich bin nicht ganz sicher, was der machen will. War schon mal besser als im anderen. Vor allem, wir waren gerade bei ein Leben, ne? Wir haben uns hier wieder komplett hochgesneakt. Okay. Blitzschneller Schlag. Ah, hier sind unten Prophezeiungen. Das ist eigentlich immer ganz geil. Eigentlich wollen wir die hier alle erfüllen. Okay, aber erstmal, du hättest deinen Angriff gedrückt. Okay, aber du kannst dann halt nicht mehr deinen aufgeladenen Angriff einsetzen. Das will ich nicht. Dein Angriff trifft zweimal, finde ich geil. Oder deine Spezialität prallt. Das ist so geil, die Beschreibung, ne? Prophezeiung des Schicksals ist besagt, dass du sie wählen wirst. Und die Prophezeiung tritt ein. Ja, guck mal. Ui. Okay. Ah, jetzt gibt's hier. Miniboss. Oder. Feuer und Geld oder Miniboss und Blitz? Feuer. Das. Ja. Zwei Leben gibt's dafür nur, das ist doch lächerlich.
looking for several different points. Ach ja, ich soll den goldenen Peters folgen. Dann ist der Goldbaum da. Also, ich finde es auch, sie sagt es ja nochmal, ne? Ich suche nach verschiedenen, aber ich glaube, sie braucht, glaube ich, nur eins, sagt sie gesagt, oder? Irgendwie mag ich diese nicht. Nicht schlecht gelaunt, oder was? Oh, er kann sein, hast du gesehen, dass er den drehen kann? Okay, okay. Okay, dann gehen wir zuerst wieder zu mehr Leben. Fällt mir echt, dass die Welt hier so ein bisschen anders aufgebaut ist. Okay. Ach, diese dicken Nerven ein bisschen. Die halten, ich finde, die halten relativ viel aus einfach. Ja, aber wenn die, wenn die mich in die Masse ziehen wie jetzt, dann ja, sterbe ich halt, ne? Ich muss die erstmal alle töten. Weit weg von mir. In hier. Geil. Ja, dieser Blitz, der kommt, wenn die schlechte Laune haben durch diese Wolken, ist schon ganz geil. Also die Kombination aus dem Blitz und dem Versengen ist halt nur, sie kriegen es eigentlich immer. Selbst wenn du ihn da nicht fokussierst. Zu weit weg, loser! Achso, du meinst, ich dachte, den Gegner, ich verhöhne deinen. Jenny, sondern Team, ich verhöhne deinen Gegner. Das sind auch. Nur manchmal dich. Wenn ich critte, ist. Das ist befriedigend. Mhm. Okay, dann wollen wir natürlich erst eine Göttin. Dann haben wir mehr Fähigkeiten. Mhm. Aber ich ist nicht genug. Sehr gut. Mit dem der war irgendwie nur der Scheiß. Scheiße, ich muss dann noch halten. Ja, sonst sind die ganz gut, aber die werfen so richtig weit weg. Jetzt werfen wir so Buckets hin. Die haben uns noch nie getroffen, aber wer weiß, was sie können, wenn wir die uns treffen. Senken hier in die Masse. Mhm. Okay, ja. Boah, der war gut, der hat richtig geschmatzt. Auf einmal. Ja, wir haben auch zweimal unsere Nahkampfangriffe. Guck mal, der macht einfach geile Sachen. Das ist also der Mini-Damage, also wenn du so halb, das ist aus der Halb-Range, ne? Der ist schon lecker. Vorsicht! Ja, ich muss da aber durch. Ich habe nur, ja. Weißt du, halt, das ist das Beifahrer. Jetzt krieg ich ein Duo. I sometimes pity you, Hestia, for never having known the joys of matrimony for yourself. Challenges arise in any such relationship, but together with your beloved partner, you find a way. All you must do is compromise and cooperate. Mhm. Sagt der Richtige. Wir nehmen natürlich den Thermodynamik. Deine Entladung bewirkt außerdem Versengen. Wenn sie aktiviert wird. Ja, perfekt. Das ist mega gut, oder? Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Die Art von Dynamik, die wir mögen. So, wir haben da unten noch Gold. Ah, Synergie. Joscha freut sich gerade richtig. Das ist so ein innerliches Fest für mich. Ich hasse diesen. Na! Piss dich von mir. Jetzt! Jetzt halt mit dich im Stomach. So. Ja, okay, das stimmt ziemlich gerne. Ah, bisschen Monito. Du bist auf jeden Fall weit weg, weil sonst können wir nicht. Attention, huh? Und hätte die Handzähne. Gut, alle drei! Schön. Ach, da kommt schon wieder so ein Wolkenfuzzi, ey. Und einer, der seine eine Dunkelheit mitgebracht hat. Die einer nach dem anderen, die stellen sich an. Wunderschön. Count right now.
Nein, die Dunkelheit springt jetzt vielleicht nicht das Schloss. Ah, rein und raus. Ach ja, nicht okay. Das Schloss. Oh, snap! Nicht das Schloss. Geht auf mich, geht auf mich. Bezahle ich, Jenny, bezahle ich. Schicke ich dir über PayPal und so. Ich hab kein Problem. Ja, dann. Ich hab den Dicken aber schon 2-3 Mal getroffen. Ja, der hat keine Rüstung, oder? So, wenn er jetzt hierher kommt, dann können wir schon ganz machen. Ach, das ist wo? Oh, hier müsste dann kommen. Ja. Schon. Tadam. Geil! So, ich hätte halt gerne weniger Leben verloren, aber ja. So, jetzt haben wir da oben zwei, und zwar... Quatschen oder Boss? Eigentlich will ich... Ja. Ich würde gerne wissen, wen man hier treffen kann. Ja, mach doch mal. Quatschen. Finde ich gut. Also, bin Quatsch. Immer für so einen kleinen Story-Encounter zu haben. Zwischendurch ein bisschen entspannen. Ja. Oh. I mean you no harm. I mean you no harm. You no harm. No harm. Ah, das ist nicht vertont bisher, oder? That makes two of us. What ails you, Shade? Is there something I could do to ease your burden? I could ease your burden. Your burden. Your burden. Wie süß. Okay. Ein klagendes Echo. Also bleib stark. Bleib stark, bleib stark, geil. Du erhältst eine zufällige Gabe aus der letzten Nacht. Aus der letzten, also der Run davor, ne? Ja. Okay. Oder du manifestierst eine Kopie deiner letzten erhaltenen Belohnungen, was halt nur Geld wäre. Mhm. Oder nur Mut, nur Mut. Du erhältst 50% Leben und. Omega basierend auf deiner maximalen Lebenskarte und Magie. Aber dann wird es jedes Mal 5% weniger. Ja. Also das ist halt, also. Ein temporärer Buff quasi. Ja, ich glaube, eine Gabel ist geiler. Hm, ich glaube. I don't know who you are, but thanks. Was war das jetzt? Flammen. So, das ist unten, und zwar unten rechts. Das ja. Das ist gut, oder? Das wir haben versengen. Ja. Gerade mit unserer Duo-Nummer. A deep ravine within the fields of mourning spreads forth like a gash across the underworld's heart. And even hateful spirits know to stay away. Need to keep pushing forward out of here. Oh, hübsch. Okay, links können wir Feuer, Blitz und upgraden. Ja. Rechts könnten wir mehr Leben. Na, wir haben aber schon 155. Wir bräuchten ja. Nicht mehr Leben. Wir brauchen. Ich glaube, das passt doch auch irgendwie ganz gut zu dem, was wir haben, ja. Oder? Wir brauchen nicht mehr Leben, wir brauchen nur mehr HP. Ich weiß ja nicht, was der macht, wenn er uns trifft, deswegen. Aua. Deswegen oder einen. So tot. Ich guck, boah, der Geld geben. Erstmal müssen wir diese random Dinger wieder töten, sonst. Mhm. Können wir nämlich erstmal hier gucken. Da oben gibt's Bussi sogar. Nice. Ich glaube, danach kommt noch schon der Boss, oder? Vom Gefühl ja. Ist der bald dran. Vorher nochmal shoppen wäre geil, eigentlich. Ja, das macht schon viel Schaden. Der Blitz zwischendurch, der haut immer noch mal echt richtig drauf. So, und jetzt das Aufleveln. Vor allem so ein Schutzschild ist ja auch nur, selbst wenn wir den jetzt wahrscheinlich nicht behalten, aber der schont ja quasi die Lebensenergie. Ja, genau, deswegen habe ich den als erstes auch genommen. Ja. Super. Boah, ganz schön viel Gestrüpp, ne? Ach nee, Werwölfe kann ich aus persönlichem Grund nicht leiden. Hast du aber schlechte Erfahrungen gemacht? Ja. Hey Leute, das ist persönlich jetzt. Ne? Ja. Wieso läuft er in meine Richtung? Weil ich töten will? Aber er lief da schon her, bevor ich dahin gelaufen bin. Er konnte. Ich hätte ihm Kronos verraten, was du tun würdest.
wahrscheinlich. Oh, wie gut das war, ich hab schon vergessen, dass wir Promos getroffen haben. Das ist richtig geil. Das wird wahrscheinlich jetzt häufiger passieren. Auch ein bisschen versenken. Ich glaube, der spielt noch mit uns wie mit so einem Spielzeug einfach. Oh. Ganz ehrlich? Ist auch nicht der Tipp? Ja, hab ich gesehen. Ich glaub, der verbrennt da jetzt fast noch. Ja. Ja. Zwei von euch. Das ist mein Ding, ja. Oh Gott! Drei von euch. Da reicht ihr schon rein, ja! Oh, das hat mir richtig gefallen. Das hat mir richtig, richtig genossen. Das war weglöschen. Bisschen Schadensfelder setzen. Verlangsamen die Gegner. Nochmal. Einmal da reinholzen. Nochmal setzen. Das ist einfach so eine Horde, die man jetzt hinter sich herzieht, ne? Mal da oben chillt ein bisschen. Hat sich kurz an die Seitenlinie gesetzt. Das Problem ist, wenn die dich halt. Einmal in der Menge oder du wirst richtig zermanscht. Aber dafür sind die Arenen ja hier auch so groß, dass man sich schön kiten kann. Noch fünf, dann kannst du wieder. Ja, vielleicht erst nachdem die gehüpft sind, oder? Die kommen aber mal ganz gut auf einem Platz auf, ne? Jetzt zum Beispiel, oh ja. Oh, warum haben die denn alle noch so 10 HP? Dein Frechdachsel. Das ist aber ja voll dumm. Fühlt man mir irgendwie gerade zwei von denen gleichzeitig. Ja, finde ich auch. Oh, du hast den anderen mitgetriggert. Nö, es sind einfach viele gespawnt. Naja. So eine Bowlingkugel oder haben wir die weg? Beide weg? So gut, das ne? Ja! Ma! Ich hör doch nicht mehr auf mit denen, ne? Das ist echt zu viele. Aber gut. Ob es ja doch ein Fall verloren ist. Du sollst doch nicht sagen, selbst. 3, 2, 1. Bitch. Ja, fast. Ne, mega gut. Ich bin immer wieder bei anderen Channel, die dabei zuzugucken, wie sie sowas spielen. Mit Geduld. Kommt auf den Bild drauf an. Ja, cool. Oh, das hab ich nicht. Schade. Und da kriegt man auch vielleicht drei halt. Du kommst nämlich von denen nicht weg, das spiele ich auch die ganze Ferne. Ja, mal gucken. Dieses Jahr müsste eigentlich auch noch Wizard of Legend kommen. Da haben wir beide, glaube ich, sehr, sehr Bock drauf. Das werden wir sicherlich im Koop spielen. Bin ich sehr gespannt, wie das wird. Geil, jetzt aber. So. Schädelfresser. Einige dieser Ausgeburten kann man kaum als Lebewesen bezeichnen. Sie sind wie Blitze der Bosheit, die eine fleischliche Gestalt angenommen haben. Zuweilen sind sie sogar recht faszinierend anzusehen. Würde ich zustimmen. Brandquelle, du schätzt rasant nie weniger die Bäume. Deine Spezialität feuert sich ein Feuerball ab. Ja. Ist nett. Mit mindestens 300 versenkten Stapeln verlieren einen Stapel und allein sofort Schaden. Auch nett. Was, das oder das? Du entscheidest, du hast das besser im Gefühl, was hier. Das hier. Okay. Gut, ja, noch zwei davon jetzt hier. Muss man. Miasma. Ich hasse dich. Noch schlimmer als gerade kann es eigentlich nicht werden. Ja. Ah, das sind die Explosionen. Siehst du? Die habe ich gerade geskillt. Ja, weil wir ordentlich Verbrennen auch drin haben, glaube ich. Geil! Nicht gut. Not now. Oh, da ist eine. Oh, das war schön. Mochte die Gier. Nee, das ist schon so ein Dunkel-Typ. So ein Dunkel heißt Lord.
Hallo? Oh, aber der geht doch nicht. Ja, 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 klar. Ich muss mir, ich beleg mir den aber zurecht. Jetzt ist er fällig. Ich sollte halt sicher gehen, dass wirklich keiner mehr da mit drin steckt, ja. Weil sonst... Na ja, ran. Wir haben unser Ding aufgelevelt. Ah, unser Schmuckstück. Irgendeine Zwiebel? Nee, wie ist das? Ja. Energiequelle. Du stellst langsam Mana wieder her, aber dann maximal... 70. 70 ist eine Menge. Ja. Wenn du Schaden erleidest, wird dein Gegner vom Blitz getroffen. Oder beim Betreten eines Gebiets. Okay. Ach, wenn du Schaden erleidest, okay. Ah... Ich glaube, dann würde ich fast die Mitte nehmen. Ja. Okay. Also gerade für so einen Boss. So, ist ja fast Spawn. Nicht zu verhindern, dass man da Schaden kassiert. Dann. Ich bin immer Freund von Fähigkeiten, die gerade aus ein bisschen boss-spezifisch. Anders muss ich auch sagen, ne, je besser man natürlich in diesen Arenen ist, desto eher hat man vielleicht auch dann mehr Leben quasi, wenn man beim Boss ist. Also hat natürlich was für und wider sich. Weg. Wenn die dich einmal treffen, ey. Was hier wirklich jetzt richtig nervt, ist, dass die aus der Dunkelheit schmeißen können. Ja. Und boxen. Und dass halt überall dieses Zeug liegen bleibt, ne? Und wenn das dann einmal in der Dunkelheit fallen ist. Hör auf mich da. Also, ey, scheiße. Der Boden ist Lava, sage ich nur. No use. Ja, da kann ich gar nicht hinspringen. Knapp nicht, oder? Doch, na! Immerhin einen Krachen gegeben. Ja, komm schon. Schön. Schön. Ich wollte eigentlich nicht den ganzen Punkt mit dem Scheiß voll müllen, ey. Ja, wer muss das wieder aufräumen hier am Ende? Ja, okay, jetzt sind sie tot. Ja, aber jetzt ist irgendjemand. Ah, da. Ja, der, ich zieh den jetzt nach hier. Der dunkle Lord. Weil hier ist der. Jetzt muss er einmal schlagen. Oh, fuck. Yes. Gut. Ich hier aber. Dann lernen wir noch was. Ich kann kurz atmen. Trauerspeier. Niemand kann seinen eigenen Schatten entkommen, aber manche werden regelrecht von ihnen angezogen. In ihrer kleingeistigen Ignoranz versuchen sie verzweifelt, vor der Angst und der Dunkelheit in ihren Herzen zu fliehen. Doch je mehr sie sich versteckt, desto tiefer sinken sie in die Finsternis. Dann belohnen wir uns mal noch. Hier unten. So, was verbessern wir uns denn jetzt? Den Sprint, die Gasexplosion, eher auf jeden Fall eine der epischen. Mm. Dann aber eher die Gasexplosion. Weil den Sprint. Versengen, das finde ich ja ganz angenehm. Ja. Geil. Ja, doch nochmal zwei Wege. Kann man die kaputt machen? Ja. Ja, die kommen auch mal wieder. Ne? Okay, Gold. Achso, das und danach kommt wahrscheinlich der Boss. Ja. Ne? Ey, wir gehen natürlich in den Shop. Boah, ja. Das hat uns auch richtig geheilt gerade. Ja, ja, hier sind schon seine Fußstapfen. So, ja, wie. Wir haben 193. Eine Fähigkeit. Ja. In the name of Hades. Heroisch? Ja. Also, wir würden was aufgeben, ne? Ja, vor allen Dingen, das wollen wir nicht aufgeben, weil das hängt unsere Kombi ja dran. Ne? Ja. 34. Gegen 68 ist halt ordentlich mehr Schaden, ne? Dann steht sie wie so eine Woge hinter deinem Ziel, dass die andere Gegner zurückstößt. Ja, was halt auch vielleicht jetzt gar nicht so krass gegen den Boss ist, oder? Nee, aber... Das Ding ist, wir kennen den Boss noch nicht wirklich. Also normalerweise würde ich das sofort machen, ja. Aber... Tja, andererseits, scheiße. Der Rest ist auch richtig... Kannst du höchstens Hochwasserschutz nehmen, ne? Ja, nehme ich glaube ich auch. Nein. Ja... Nicht, was wir uns erhofft haben, aber... Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Gucken wir uns mal ein bisschen was hier an. Wir haben auf jeden Fall mehr Leben als letztes Mal. Oh, das sieht echt nicht gut aus. Infernale Bestie!
ja dann auch so ein... Meinst du, die Arme sind extra Damage Zone? Ja. Ja, ich muss... Dass ihr Fade ist so sowas benutzt, ran. Ehrlicherweise. Oh. Boah, echt, ja. Ich hab das Gefühl, es ist eher ein Fernkampfgänger. Mhm. Auch wegen diesen ganzen... Ja. Das kommt ja durch den Toss entgegen. Oh, erstmal! Eieieiei, Zerbi! Was hat er dir angetan? Zerberus! Nein! Wow! Kleiner Penner, ey! Ja, wie der lieber hören. Auch wenn dieses Miasma-Zeug überall ist, mich ja so fies. Ja, ich auch. Das nervt. Er bewegt sich auch gar nicht weg, ne? Er hängt da richtig in der Mitte. Oh, ich war gerade. Nein! Alter! Okay. Ne? Oh. Na schön, das ist schön ausgerüstet. Oh ja, das gibt ihm ordentlich. Oh. Okay. Ja, ich versuche die Dinger einfach aufzuladen. Je mehr ich habe, desto mehr Schaden mache ich auch. Ja. Ja, anspringen. Ehrlich? An und weg, oder? Ja, richtig gut. Ja, oh, da macht er mal richtig Damage jetzt. Ne? Weil er brennt halt die ganze Zeit, ne? Ja, deswegen versuche ich ihm ja auch die ganze Zeit Dinger aufzulassen. Andererseits ist er ja noch ein Höhlenhund, von daher fällt ihm vielleicht aber das sogar. Ist, ja, in der Lore würde ich sagen, yes. Aber in Ingame-Logik gibt es hier keinen. Also zumindest nicht, soweit ich wüsste. Das ist basically, jetzt würdest du ihn gerade füttern. Sieht aus wie so ein Mandalas. Irgendwie schon, ne? Ach, ich mag es, wenn die explodieren. Ich fick sie gerne aus. Ist die Frage, ob er jetzt noch andere Sachen hat. Ja, auf jeden Fall, der hat zwei Phasen. Oder zumindest ab der Hälfte. Wir nähern uns der Hälfte, weil wir sind bei der Hälfte, nicht so. Nein! Der kann mich nicht weg. Ja, da kannst du ihn missen. Schön. Aber ich habe das Gefühl, es macht mich wirklich viel. Oh, jetzt, das ist Phase 2. Sie sind weg, oder? Ja, ist weg. Er ist weg. Und schon mehr. Kannst du auch hämmern. Zeit lassen, ich glaube nicht, dass sie wiederkommt, solange ich... Nee, ich glaube auch, kannst du die versuchen zurechtzulegen. Und tschüss. Da ist er wieder. Mochte die Idee. Der Raum ist auch größer geworden. Oder? Ist so cool. Ja. So weit nach oben konntest du doch gerade noch nicht. Nee. Ah, oh. Jetzt müssen wir hier rein. Ah ja. Gut, entzippelt. Nein! Oh, schade. Kleiner Penner, ey. Der hat einen richtig schlechten Tag. Fahr raus! Der hat noch nicht zu Frühstück, Leute. Er hat mich. Zweites Leben. Aber er hat mich getroffen. Mit was? Schön.
reicht die Range oft nicht. Ja, aber an ihn ranzugehen ist ja in dieser Phase viel schwieriger. Weil wenn er mich trifft, hast du ja gesehen, zieht er mir fast die Hälfte des Lebens ab. Ja, ein ist das 20, 25 Damage. Oh, oh schade. Was für Whips. Ja, da musst du den auch einfach toben lassen, ne? Das macht auch gar keinen Schaden. So, man sieht immer erstmal immer fast gar nichts, oder? Wo ist denn hier noch was, wo man nicht verbrennt? Das sieht so geil aus. Ah, ich komme nicht weg. Boah, ich dachte, du kannst eigentlich da vorbei. Ich auch. Aber ich mache ihm irgendwie gar keinen Damage mehr. Ja. Weil ich hier nicht zum Damage mehr komme. Aber das macht selbst kaum Damage, nur wenn es wirklich... Wow. Schnell hier hoch. Hätte ich aber diesen... Die Woge nicht. Gar nicht entkommen. Da musst du natürlich ran. Ja, so geht's gut, glaube ich. Das war ein guter Rhythmus. Ich muss mal warten, bis es soweit ist, ey. Ja, genau, da kann man nichts machen. Jetzt kann man natürlich ein bisschen. Was macht das dann sauber? Jetzt sieht man ja vielleicht auf. Ja, das war gut. Ein doppelt getroffen. Ja, war, ja. Da war fies, der war fies. Das muss ja eigentlich wieder. Oh! Deck. Oh, das ist neu. Oh! Danach hat er einen kurzen Moment, glaube ich. Ja, aber ich gehe nicht wieder ran. Ich habe jetzt nur zwei Schaden gekriegt. Ja. Perfekt. Fuck. Ah, die Welle hat mich getroffen. Die haben auch. Echt? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, ganz knapp. Schade, 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 Leute. Das war ja der erste richtige Try. Der andere zählte ja nicht. Da nee, bin der, ich erste, ja der erste war, hatte sich angeknurrt und ist umgefallen. Aber da hatten wir auch kaum Leben gehabt. Aber liebe Leute, das war eine extra lange Folge. Ja. That was my family's dog. It has to be. I have to help him. Okay. Ich würde sagen, nächste Folge wird Jenny sich dann hier austoben können. Ja, mach ich doch. Ich will doch nur in unser Zimmerchen gehen. Wir beenden ja eh die Folge. Jetzt ist alles, was du jetzt hier noch tun würdest, will wahrscheinlich nicht gespeichert werden. Du kannst einmal kurz gucken. Geh mal, mach mal kurz Escape. Oh, ich will nur wissen, ob er gespeichert hat. Steht ja da. Ja. Ja. Ja, alles klar. Okay, dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Vielleicht besiegen wir unseren Bautzi dann, beziehungsweise wir befreien ihn, wir heilen ihn. Ja. Genau, macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Bye, bye.